Alter! Alter! Wer hat eigentlich diese Garage entwickelt? Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video hier. Ich gucke gerade ein bisschen gegen die Sonne, deswegen muss ich ein bisschen die Augen zusammenkneifen. Und zwar geht es heute darum, dass wir an meinem wunderschönen Downhill-Bike, was ihr glaube ich noch gar nicht gesehen habt, die neuen Bremsen einbauen. Und zwar habe ich eine Magura MT7 Pro bekommen mit den HC3-Hebeln. Wir fahren ja nicht das Standard, was wir haben können. Und den MDRC Bremsscheiben, vorne 203 mm, hinten 180, was meiner Meinung nach vollkommen ausreicht, 220. So schwer bin ich nicht, so heiß werden die Bremsen nicht. Und wir bauen das Ganze jetzt ein, dafür hilft mir der Tom, der hat ein bisschen mehr Ahnung, weil der früher in einem Bikeshop gearbeitet hat. Und wenn man etwas nicht ganz so gut kann, sollte man sich Hilfe holen. Wir fangen jetzt damit an, dass wir die Vorderradbremse haben wir schon abgebaut. Das ist ja kein Hexenwerk, Bremse ab, unten wie oben rausnehmen. Jetzt müssen wir die Hinterradbremse rausziehen. Ich habe an dem Fahrrad innen verlegte Züge. Ich kann euch nur den Tipp geben, zieht die nicht einfach raus, weil nicht alle Fahrräder haben einen komplett durchgeführten Lauf, sondern einfach nur Ein- und Ausgänge und innen drin ist nichts. Und dann tut ihr euch manchmal unglaublich schwer, den Ausgang wieder zu finden. Darum machen wir das jetzt so, dass wir vorne einen Zug reinstecken. Den ziehen wir mit durch und dasselbe machen wir nachher, wenn wir die neue Bremse von hinten einfädeln und können so einfach den Lauf des Zuges folgen. So geht das Ganze viel schneller, man macht sich das viel einfacher und das machen wir beide jetzt. Ja. So, und jetzt würde ich hinten weiterziehen. Wie ist erstmal hier raus? Nee, da weiter. So, als nächstes verlegen wir die Züge. Das am besten ein bisschen tiefer machen, dass du es auch brauchst. Dafür schrauben wir als erstes den Bremshebel ab. Und überlegen mal kurz, in welche Richtung wir die Schraube drehen müssen. In eine andere Richtung, oder? Müsste eigentlich. Ja, wenn man es so rum. Warte. Achten darauf. Ja, ich würde es seitlich und dann beides hoch quasi. Hochkant dann nehmen, weil dann hast du das meistens Glück, dass nichts raustropft. Jetzt rausziehen und gleichzeitig dann beides hoch. So, und wie man sieht, tropft hier überhaupt gar kein Öl raus. Wenn man sich dabei nämlich Mühe gibt, schafft man das Ganze, ohne dass man nachher entlüften muss. Dann müssen wir jetzt hier einmal den Zug abschneiden, weil die alte Olive, mit der passt nicht durch den Rahmen. Also gehen wir jetzt hin, schneiden einmal ab und dann kommt der Stopfen oben rein, damit nichts ausläuft. Und ich kann euch sagen, ich habe das bei meinem gemacht, das war eine Frimmelei, den Zug wieder ordentlich durchzukriegen. Dann macht man das lieber so. Dann kann man jetzt den Zug rausziehen. Und dann einfach ziehen, bis die Bremse da ist, wo sie hin soll. Ein bisschen mehr Platz brauchen wir hier hinten. So. Ja, fester geht nicht. Super, dann haben wir den jetzt hier auch gerade gemacht, dann hat er hier hinten wenig Spiel. Und dann stellen wir gleich hier noch den Spiel fürs Federn ein. Aber das können wir auch gleich machen, wenn wir den hier festmachen. Dann können wir da einmal gucken, dass der hier genug Spiel hat, dass es beim Federn nicht zu kurz ist. So, dann bauen wir jetzt mal den Hebel um. Und zwar
wollen wir diesen Hebel hier, den Standard HC1 Hebel, durch den HC3 tauschen. Da gehen wir eigentlich ganz simpel. Man hat hier diesen Bolzen, der schlussendlich den Hebel einfach nur drin hält. Das heißt, wir gehen jetzt hin, haben hier diesen Lockring, den drehen wir raus, runterdrücken und dann drehen, dann kommt der hier ab. Dann hat man den Lockring, diese Feder und den Bolzen, den drückt man dann einfach raus. Zieht ihn, drückt ihn, dreht ihn. Warum will er nicht? Ja, bis wir den Hebel drücken, dann verliert er die Spannung. Und jetzt müssen wir gucken, da tropft es, wie wir den anderen Bolzen noch rauskriegen. So, und zwar müssen wir ganz einfach diese Abdeckung mit dem MT7 nehmen, nach oben machen. Und dann sieht man hier diesen anderen Bolzen. Den müssen wir dann wahrscheinlich einfach nur durchdrücken. Also, wir haben das Ganze jetzt... Oh, komm raus! Oh. Erst mit dem Schraubendreher angeschlagen. Normal gibt es da ein spezielles Tool für. Das ist wie so ein Schraubendreher, nur halt zum Rausschlagen. Wie so ein Meißel quasi. Haben wir leider nicht, deswegen erstmal mit dem Schraubendreher angeschlagen, weil wir hier jetzt gerade quasi durchkommen. Und danach dann hiermit weiter. Mit dem hat es am Anfang nicht geklappt, weil du halt nicht gerade oben drauf schlägst. Deswegen erstmal mit dem Schraubendreher gelöst und dann mit dem Imbus, mit dem kleinen durchgeschlagen. So, und jetzt hat man quasi den Hebel und den Kolbenteil separat voneinander getrennt. Und wichtig ist, was extrem geholfen hat beim Durchschlagen, ist dieses Holzstückchen. Weil damit habt ihr genug Schwung, einmal kräftig drauf zu hauen und das Ganze kann ins Loch abweichen. Wenn ihr das auf einer flachen Oberfläche macht, kann der Bolzen nirgendwo hin. Dann kriegt er den nicht richtig rausgeschlagen. Also, sowas schnell zurechtbohren, dauert 30 Sekunden. Das macht euch das Leben wesentlich einfacher. Jetzt muss der neue Hebel an die Bremse. Da siehst du auch, da sieht man auch mal den Unterschied vom HC3 zum normalen. Hier hat der einfach nur das Ding zum Durchschlagen, der HC1 hat hier noch speziell so ein Ding dran und der Kolben hier, also das Teil zum Drehen, sieht hier ganz anders aus. Zusätzlich haben wir natürlich noch mehr Einstellmöglichkeiten an dem Hebel, um das optimal an eure Finger anzupassen und seien wir ehrlich, sie sehen einfach viel cooler aus. Ja. So. Bis es von beiden Seiten bündig ist. Genau, wie ihr seht, haben wir das ausnahmsweise auf Anhieb perfekt getroffen. Quasi den Splint jetzt einfach wieder durchstecken. Von der anderen Seite die Feder drauf. Ich glaube, Ausrichtung ist in der Tat Schnuppe. So. Und dann einfach nur die Feder. Hier drüber. Und den Lockring dann wieder. Entschuldigung, ist das Ihr Auto da hinten? Das, der Opel? Ja. Ja. Den solltest du hier vorne hinstellen. Mach ich sofort. Habe ich ihm auch schon gesagt. So, dann bauen wir den mal schnell an. So, jetzt haben wir hier natürlich den großen Vorteil, dass wir einfach gucken können, wie lang ist der Schaltzug. Und ungefähr auf der Länge kürzen wir dann auch den Bremszug. Dann passt es perfekt. Ich empfehle, einfach ein bisschen mehr Platz zu lassen. Weil lieber zu lang als zu kurz. Kürzen kann man immer noch schnell. Du hast den Rundschneidermeister. Das stimmt. Ich würde jetzt erstmal den Hebel dran machen. Und dann gucken. Weißt du, wie sexy ich das gerade erklärt habe? Ja, das stimmt. So, ich weiß nicht, ob wir es eben erwähnt haben. Ganz wichtiges Tool. Ist ähnlich wie ein Winkel, wie ein Kabelknipse, aber halt ein bisschen anders, schneidet schöner. Genau, und damit quetscht ihr euch nicht den Zug ab, sondern ihr schneidet ihn. Sondern ihr schneidet den wirklich rund. Wenn ihr das mit einem Seitenschneider macht, ist der Zug komplett zusammengesteckt. Und das ist nicht ganz so schön, wenn man das dann nachher wieder versucht, was reinzudrücken. Funktioniert zwar auch, aber eben nicht so, wie es soll. Wichtig, darauf achten, wenn ihr das jetzt habt, den Zug. Ich glaube nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Immer darauf achten, dass ihr alles drüber schiebt. Heißt, die Abdeckung für die Schraube muss als erstes drüber. Dann müsst ihr die
Mutter, also die Klemmschraube an sich, als nächstes drüber schieben. Und das richtig rum? Genau. Gewinde, weil, Gewinde nach vorne, außen. Nach außen. Dann die Olive drüber. Und dann habt ihr hier den kleinen Einpresssatz. Dann gibt es hier von Magura beim Entlüftungsset diese Klemmen dazu. Die packt ihr hier auf den Zug drauf. Und dann nehmt ihr entweder so eine Zwingfange oder halt in der richtigen Schraubzwinge auf den Tisch. Auch mit einer Rohrzange, habe ich auch schon gemacht. Ja. Funktioniert auch. Wichtig ist, ohne dieses Werkzeug habt ihr keine Chance, den Schlauch richtig zu halten. Also ohne dieses wunderschöne Tool von Magura. Plastik. Was echt hilft. Habe ich aber in der Tat auch schon ohne hingekriegt. So, genau, und dann eigentlich nur vorne ein bisschen draufhauen. Und zwar so, dass es 100% ohne Lücke da drin setzt. Wie ihr seht, wenn ihr gut gearbeitet habt, geht das ganz einfach. Genau. Und sitzt perfekt auf jeder Seite drin. Da auch nochmal Kabelschneider, ist das eine schöne Kante. Mit dem Seitenschneider gibt das so ein komisches Ding. Genau, da habe ich mich beim letzten Mal nämlich richtig abgemüht, als ich das bei einer Freundin gemacht habe, weil ich habe keinen Seitenschneider gehabt und habe es vorsichtig mit dem Kabelschneider. Mit dem Seitenschneider, nicht mit dem Kabelschneider. So. Genau. Und da war das echt fies, das dann reinzuschlagen, weil es eben ein bisschen zusammengedrückt war. Genau, so wie ihr seht, die Olive geht wieder runter, da müssen wir ein bisschen aufpassen. An sich jetzt nur noch Zug reinstecken in den Hebel, Olive nach vorne schieben, die Schraube nach vorne schieben. Und da noch rein. Jetzt holen wir kurz den 8er Schlüssel. So, die Olive quetscht sich jetzt von sich aus. Dadurch, dass wir das Gewinde jetzt zudrehen, quetscht die sich um den Schlauch rum. Dadurch wird die fest. So, wir haben es jetzt vollbracht. Wir mussten noch schnell zum Fahrrad laden und den entsprechenden Adapter für die Schaltung holen, weil da habe ich natürlich nicht vorher dran gedacht. Anschließend lediglich nur noch die Bremsscheiben montieren. Ich denke, das kriegt jeder hin, ohne dass wir das groß erklären. Wichtig ist dabei, achtet auf die Newtonmeteranzahl. Am besten besorgt ihr euch so einen Newtonmeter-Schlüssel. Damit könnt ihr nichts falsch machen, weil zu locker ist schlecht. Zu fest ist bei den weichen Gewinden, die da in der Narbe sind, auch nicht gut. Ja, und jetzt läuft das Ganze. HC3-Hebel sind drauf. MDRC-Bremsscheiben sind drauf. Die 8PR Racing-Belege habe ich mir dazu ausgesucht. Jetzt muss das Ganze natürlich noch eingebremst werden. Ein bisschen schleifen tut's noch, aber das ist ja eine never-ending Story. Fertig. Ich hoffe, das Video war nicht allzu chaotisch. Ein dickes Dankeschön auf jeden Fall an Tom fürs Helfen. Kein Problem. Wir genießen jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter. Es wird zu der Bremse noch ein Entlüftungsvideo geben, weil das ja auch die Nachfrage ist, wie entlüftet man eine Bremse. Ist bei Magura tatsächlich total einfach. Da muss man sich gar keine Sorgen machen, auch mit der Schraube. Also ich habe noch keinen Magura-Bremshebel kaputt bekommen, aber das in dem Video. Und als nächstes werdet ihr dann meine ersten Eindrücke von der Bremse bekommen, wenn ich das erste damit fahren gehe, weil bald macht Winterberg auf und da werden wir hinfahren. Und dann kriegt ihr natürlich nach ein paar Monaten noch ein Langzeitfeedback zu der Bremse, aber jetzt erstmal bin ich einfach nur froh, dass wir drauf haben. Ist immer eine etwas längere Geschichte, so eine Bremse zu montieren, gerade mit innenverlegten Zügen, kann man sich da schon zu Tode fummeln. Genau, wir machen jetzt Feierabend. Liken, abonnieren und Glocke nicht vergessen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao.